Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Video zu Super Mario Unimaker. Und zwar, jeder kennt ja Super Mario Maker. Es gibt ein Team, das heißt Universe, kann man so nennen. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall steht es da unten, das 2DU-Team. Die haben halt zwei Spiele gerade in Entwicklung, einmal Super Mario Unimaker und einmal Super Mario 2D Universe. Welches zwei ganz coole Spiele sind, beide funktionieren im selben Grafikstil und Super Mario Unimaker ist einfach eigentlich nur ein Level Editor für 2D Universe. Und da ich aber momentan noch mehr oder weniger Super Mario Maker auf meinem Kanal hochlade, dachte ich mir, spiele ich mir einfach mal das hier. Und es funktioniert einfach genau gleich. Man kann einfach einmal erstellen und einmal spielen. Da das Ganze noch eine Demo ist, wie ihr schon im Titel gesehen habt, seht ihr hier Resources, ist die Demo. Da gibt es halt diese alle hier. Die funktionieren auch noch nicht alle ganz perfekt. Zum Beispiel ist hier noch Work in Progress zum Beispiel. Und da gibt es halt verschiedene Sachen wie andere Items, die es in Mario Maker nicht gibt, wie die Hammer Blume. Dann zum Beispiel. Das Item kenne ich sogar gar nicht. Damit kann man, warte mal, ich kann es dir mal zeigen. Warte, falsche Taste. Kann man so schießen, so komische Kugeln schießen. Das erinnert mich ein bisschen an Super Mario Land, an die Feuerblume, die einfach so abgeprallt ist. Ich glaube, die soll auch daran erinnern, weil die sieht sehr ähnlich aus. Genau. Und dann haben wir hier noch den Koopa-Panzer aus Super Mario, New Super Mario Bros. Dann, der Bienenpilz, die Eisblume, die Bumerangblume und den Propellerpilz. Und dann auch wieder den Giftpilz aus Super Mario Bros. 2, glaube ich. Also dem The Lost Levels. Dann haben wir hier verschiedene Arten von Zielen, die wir platzieren können. Und ganz verschiedene Dinge, die es zum Beispiel in Mario Maker gar nicht gibt. Aber natürlich auch den Grafikstil ändern. Einmal halt hier die Themen. Also den Grafikstil kann man jetzt nicht ganz ändern. Es bleibt immer noch dieselbe Art von Grafikstil, wie ihr seht. Aber halt an die einzelnen Spiele orientiert. Also das ist jetzt an Super Mario Bros. Orientiert. Hier ist Super Mario Bros. 3, World und New Super Mario Bros. U. Und dann kann man halt seine eigenen Level hier erstellen. Da kann man auch das Menü ausblenden, warte mal. Dann kann ich hier irgendwas erstellen. Und da habe ich jetzt schon mal zwei Level erstellt. Und die möchte ich einfach mal zeigen und auch andere Level, die ich mir runtergeladen habe, möchte ich auch einfach mal zeigen und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. So, klicken wir jetzt hier oben drauf, hier haben wir Create a Curse, Player Curse. Wenn man natürlich Plane und da wähle ich geschwind mal aus, welches es ist. Also hier habe ich ein Fenster geöffnet. Da wähle ich mal das erste Level von mir aus und ja, los geht's. Wenn ihr wollt, dass ich vielleicht in Zukunft mal noch mehr von diesen Videos, also von diesem Spiel, mache, dann könnt ihr es ja mit einem Like zeigen. Das wäre sehr schön. Und genau, das ist jetzt mein Level hier. Erste von beiden und ja, es fängt so ziemlich klassisch an und hier haben wir schon ein Schlüsselloch, welches ein Secret Exit halt zeigt und damit kann man, das kann man nur mit einem Schlüssel öffnen und der ist hier oben, wenn man mit diesem Propellerblock erreichen kann. Und ja, kann man einfach darunter springen, zurückgehen und dann hat man es geschafft. Aber das ist nicht natürlich das ganze Level, warte, ich will jetzt nochmal aus. Und zwar gibt es natürlich auch noch ein richtiges Ziel. Wow, okay, das war leicht knapp. Ich finde der Grafikstil von diesem Spiel, der ist wunderschön und mich würde es echt freuen, wenn ihr auch dieses Spiel mal unterstützen könntet auf deren Website, die ich unten verlinkt habe in der Beschreibung. Und ja, das wäre sehr schön. Dann haben wir hier noch ein paar Piranha-Pflanzen. Und sogar diese Viecher aus Super Mario World sind sogar dabei. Dann haben wir hier einen Tanuki, Blatt und Stern. Ziemlich cool. Mario kann sogar einen Wandsprung. Das ist sehr seltsam. Ah, Mist. Aber diese Notenblöcke, die sind leicht seltsam zu bedienen. Also generell, dieses Spiel hat einfach eine perfekte Steuerung, fühlt sich ziemlich gut an und fühlt sich auch richtig so an wie ein normales Mario-Spiel. Genauso halt wie
für die Universe, also ich spreche natürlich jetzt für beides. Aber dass das Ganze auch noch so gut funktioniert mit dem Wandspringen und sowas, ist wow, das ist sehr schön und es wird langsam gefährlich. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es keinen Dreifachsprung und sowas gibt. Aber ist okay. Da haben wir einen P-Switch und diese Dinge aus Super Mario. Nee. Was kommen die? Yoshi's Island, gell? Oh, da ist ein Giftpilz. Okay, der P-Switch hat ein bisschen lang angedauert. Angehalten, meine ich. Komm, gib mir die Feuerblume. Und diese Dinger, ach, da war immer noch der Giftpilz. Shit. Diese Dinger aktivieren und deaktivieren diese Blöcke. Und das müssen wir jetzt erstmal deaktivieren, damit wir da oben hinkommen. Mist. Okay. Am besten einfach gedrückt halten, die Sprungtaste. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Alter. Wie ihr schon gesehen habt, da oben links ist ein Secret. Mehr oder weniger. Ich hatte eigentlich davor, was hinzumachen, wenn man den Schlüssel bis hierhin mitnimmt. Aber als ich dann erfahren habe, dass man den Schlüssel gar nicht bis hier hinkriegen kann, geht es dann nicht. Also habe ich hier nichts hingemacht. Wir haben jetzt den Propellerpilz, das ist ziemlich cool. Können wir einfach über alles drüber fliegen und sogar runter. Ah, Mist, ey. Runter, dampfen. Und ja, nicht nur das, sondern Mario kann auch noch einen Drehsprung. Wie in Super Mario World halt. Mist. Und zwar funktioniert er einfach so, indem man nach oben und die Sprungtaste gedrückt hält und nicht eine extra Taste. Ein bisschen blöd, aber okay. Alter. Auch schade finde ich, dass es, dass man so nicht einstellen kann, dass man die Pilze, also wenn man klein ist, nur einen Pilz rausbekommt, wenn man groß ist, dann eine Feuerblume. Aber so war es ja auch in der Anfangszeit von Super Mario Maker. Die Sternmusik ist ziemlich cool. Und schon bin ich Game Over. Na geil. Alter, okay, dass es so auch geht, wusste ich jetzt nicht genau. Alter, bleiben diese Blöcke auch aktiviert, also diese. Nein, 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 nein. Diese On-Off-Blöcke, die bleiben aktiviert, selbst wenn man stirbt. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Ist halt so. Alter, sind wir halt kurz vom Ziel ist gestorben, aber passt. Da unten ist nochmal ein anderes Secret, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt kommen wir gleich mal zum zweiten Level von mir. Und zwar ist es ein Untergrundlevel, das am Anfang erstmal so ans Originallevel halt orientiert ist, aber dann sich verändert und etwas komplett Neues wird. Ach, ich finde einfach den Grafikdesign, der ist so schön. Also es ist zwar jetzt nicht High Definition, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, oder? Ist schon cool. Okay, ich weiß ja nicht, warum der jetzt gestorben ist, aber okay. Also das Level ist schon ähnlich aufgebaut wie es davor, aber hat auch neue Sachen dabei. Zum Beispiel diese hier. Wo zwei Wege sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze hier ein bisschen laggt irgendwie. Ich habe irgendwie so. Geht gerade das Spiel nicht ganz so flüssig, weil irgendwie ist alles ein bisschen sehr langsam. Aber okay. Ist in Ordnung. Vor allem, weil hier das Level schon endet. Genau. Perfekt. Sehr schön. So. Und jetzt fangen wir mal mit Level an, die ich noch nicht kenne. Bei 1 passt noch in ein Part rein, würde ich sagen. Und zwar heißt es jetzt Koopas irgendwas. Koopas Battleship. Battleship, alles klar. Battleship. Und ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie es weitergeht. Okay.
Ich weiß nicht, ob's unsichtbare Blöcke gibt, aber ich glaube nicht. Doch, gibt's. Das musste ich gerade eben schmerzhaft erfahren. Okay. Gehen wir darüber. Ist hier runter. Ach, Wandsprünge gibt's ja. Komplett vergessen. Das kommt einem. Das vergisst man so leicht, weil. In so einem pixeligen Grafikstil ist es sehr unwahrscheinlich, dass es Wandsprünge gibt. Aber da es ein Fangame ist, ist es ziemlich. Okay. Mit dem Schlüssel konnten wir jetzt diese Tür öffnen. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, glaube ich, komme ich zu dem anderen Schlüssel. Ja, komme ich. Dieses Level ist seltsam. Aber interessant. Könnte irgendwas Spannendes jetzt mal langsam passieren, weil, okay. Das ist das Spannende. Man hat keine Zeit. Schnell, lauf weiter. Alter. Okay, jetzt kommen schwierige Sprünge. Diese Blöcke fallen instant runter. Jetzt fehlt mir ein Schlüssel. Der ist hier drin, glaube ich. Schnelllauf. Nur noch 73 Sekunden. Ich hoffe, das Ziel kommt dann gleich. Weil da könnte sogar noch ein Rätsel hinpassen. Ein Boss sogar. Weil man kann auch Bowser platzieren. Ja, da ist er schon. So, ich muss eigentlich nur. Okay, das war jetzt gerade leicht OP. Ich muss nur nach unten. Beziehungsweise den P-Switch drücken und nach unten gehen. Und was wird das jetzt? Okay. Wir müssen den Schlüssel von da oben holen. Ach, da unten ist das Ziel. Stimmt. Da ist ja ein Schlüsselloch gewesen. Okay. Okay, dann ist das Level eigentlich ganz in Ordnung. Es hat eine ziemlich gute Idee, aber man jetzt besser umsetzen können. Gut, dann würde ich sagen, können wir noch ein Level reinpacken, oder? Was könnte passen? Keine Ahnung. Swamp Hideout 2. Und jetzt? Bei mir ist das Spiel eingefroren. Jetzt? Ich weiß es nicht. Ist irgendwie ganz seltsam. Ach, da ist es doch. Hallöchen, na, wie geht's? Ach du Kacke, leckt es. Uiuiui, leckt es. Okay, Leute. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Ich versuche einfach mal so weit wie möglich zu kommen. Oh, kein schlechter Jump. Nur noch. Nein, 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 nein. Oh. Okay, das ist sehr interessant. Nee, das ist eigentlich nicht. Das ist ziemlich langweilig. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Anscheinend ist dieses Level irgendwie sehr lang und groß und das kann das Spiel noch nicht verarbeiten. Darum hoffen wir einfach mal, dass schnell ein neues Update kommt von diesem Spiel, so eine neue Demo-Version, die besser funktioniert. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.